Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Herzlich willkommen zu VfR Garching TV. Das Jahr 2013 endet. Ich begrüße unseren Trainer Daniel, hallo, und seinen Co-Trainer, den Eddie. Eddie, magst du uns ganz kurz das Jahr 2013 schildern, wie du es erlebt hast von der Gefühlswelt, das heißt die Relegation, Aufstieg Bayernliga? Ja, verrücktes Jahr, mal wieder mit der Relegation. Das kennen wir ja bei VfR Garching schon seit Jahren, oder ich kenne es nicht anders. Ja, es war eine tolle Saison, es war eine tolle Saison in der Landesliga Südost. Wir haben viele tolle Spiele gesehen, waren eigentlich schon durch als Meister, haben dann einen Tiefschlag gehabt im vorletzten Spiel gegen Plattling. Und da waren die Köpfe ziemlich leer, wir waren am Boden und konnten aber dennoch im letzten Spiel gegen Eching noch einen guten Sieg rausspielen, haben noch ein Fünkchen Hoffnung gehabt, dass vielleicht Pullach doch noch zu Hause was lässt gegen Holzkirchen, ist nicht eingetreten, aber okay, wir haben uns darauf eingestellt. Und ich kann mich noch erinnern an Daniel seinen 40. Geburtstag, da haben wir uns doch nochmal eingeschworen als Team, und das hat sich dann auch in den Relegationsspielen so gezeigt, und die möchte ich auch nicht missen. Das waren wirklich hervorragende Spiele, ob jetzt in Deckendorf oder in Friesen. Also das waren wirklich Top-Spiele, und letztendlich sind wir auch zu Recht aufgestiegen und wir waren einfach mal dran. Und wie gesagt, wir haben eine tolle Saison, wir haben eine tolle Truppe beisammen. Ja, wir haben natürlich ein bisschen mit Wehmut, Carsten und Würli haben aufgehört. Ja, die waren jetzt schon ein bisschen in dem Alter, wo man mal die Fußballschuhe an den Nagel hängen kann. Nee, aber wie gesagt, die waren uns natürlich vom Fußballischen und auch menschlich auch gerade in der Saison unheimlich weit gebracht. Und ich wünsche den beiden von dieser Stelle aus nochmal alles Gute. Und ab und zu kommen sie ja mal ins Training und zeigen sich hier. Und ja, das sieht man auch, dass eben halt hier ein tolles Klima herrscht. Und wie gesagt, ich habe eine tolle Saison erlebt, eine der schönsten Saison, seit ich hier seit 2002 in Garching bin. Und was soll ich dazu noch sagen? Also es war wirklich klasse. Okay. Daniel, Relegation ist Tradition oder ist in letzter Zeit immer wieder vorgekommen. Wie hast du das Jahr 2013, die Relegation und die Bayernliga, erlebt? Ja, ich kann dem Eddie da nur zustimmen. Also von der Emotion her und von der Intensität her ist so eine Relegation immer Wahnsinn. Wir haben die Relegation aber wirklich bis auf eine Halbzeit ohne mit der Wimper zu zucken durchgespielt. Und da gehört der Mannschaft halt auch ein Riesenkompliment, emotional damit so klar zu kommen. Und gerade nach dem 2-0 Rückstand gegen Deggendorf im ersten Spiel, da mit voller Spur voranzulaufen und den Ausgleich zu holen im ersten Spiel, dann Deggendorf zu Hause 3-0 bei strömendem Regen zu schlagen und dann zu einem wirklich sehr, sehr ambitionierten Verein nach Friesen zu fahren und da auch eine hervorragende Performance abzulegen, vor allen Dingen in Friesen. Und dann war im Rückspiel wieder ein bisschen Nervosität angesagt, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber auch da habe ich einen Gegner keinster Weise gesehen, der uns eigentlich an dem Tag schlagen kann. Und und Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, wir haben das nahtlos transportiert ins neue Jahr, in die neue Saison. Und jetzt stehen wir auf einem hervorragenden dritten Platz und haben genauso eine tolle Runde in der Hinrunde in der Bayernliga gespielt, wie in der Rückrunde der letzten Saison. Und freut sich das Trainerherz natürlich und geht ganz entspannt aus dem Jahr 2013 raus. Du hast es angesprochen, das Jahr 2013, gerade Bayernliga, war, glaube ich, eine unglaubliche Hinrunde, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist, wenn Anfang der Saison dir jemand das gesagt hätte, dass Garching da, wo wir jetzt stehen, was hättest du damals gesagt?
Ja, mein, der Eddie weiß es ja auch. Ich mutmaße immer so ein bisschen, was wir drauf haben oder was in unseren Möglichkeiten steckt. Und für mich war wahnsinnig wichtig, dass wir gut in die Saison hineinkommen. Also, dass wir mit positiven Erlebnissen in die Saison hineinkommen. Und nach den zwei Siegen, auch gerade nach dem Last-Minute-Sieg in Affing im ersten Spiel, dann auch das Spiel gegen Pippenried zu Hause gegen eine wirkliche Top-Mannschaft, rein spielerisch gesehen, obwohl sie Mitaufsteiger sind, das 2-0 mit diesem unglaublichen 80-Meter-Tor oder fast 90, muss man sagen, waren wir halt von Anfang an wirklich in dem Jahr, in der Saison halt voll drin. Und wir haben auch unsere kleinen Schwächeperioden in der Saison gehabt, aber ich habe eine sehr zielstrebige Mannschaft gesehen, die genau da weitermacht, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat, in der letzten Saison. Und das ist halt für uns halt emotional wahnsinnig wichtig, dass die Mannschaft sich nicht davon beeinflussen lässt, in welcher Liga wir spielen, sondern einfach das tut jedes Jahr, was sie in ihrem Potenzial drin hat. Mhm. Und wenn man da sieht, dass man jetzt am Schluss 8 Spiele in Folge ohne Niederlage, 6 Siege, 2 Unentschieden, also mit einer Serie aus dem Jahr auch rausgeht, gibt es natürlich wahnsinnig viel Auftrieb auch für die neue Runde 2014. Und da arbeiten wir weiter dran. Und deswegen nochmal auf die Mutmaßung zurück. Also wir sind da immer so ein bisschen, wir wissen, was unsere Mannschaft kann, sind uns aber der Qualität der anderen Mannschaften manchmal nicht so bewusst und sehen dann einfach in den Spielen, dass wir das drauf haben, auch da, wo wir stehen, dass wir es wirklich drauf haben, da zu stehen und dass es kein Glück ist, sondern dass es dann auch was mit Können zu tun hat, was wir in dem halben Jahr geleistet haben. Und jetzt muss man das halt wieder konservieren und gut ins neue Jahr transportieren. Da das Jahr 2013 ja recht lang war, gerade Landesliga, dann die Relegation, jetzt die Bayernliga. Ich glaube, wir hatten 14 Tage Pause dazwischen. Okay. Da war ja noch gar nicht, glaube ich, richtig Zeit, das zu realisieren, beziehungsweise auch mal zu feiern. Gibt es denn da noch nachträglich was? Ich glaube, ich weiß, wo du drauf ansprichst, auf die Weihnachtsfeier, oder? Ja, also klar, die Pause war kurz, die diente da zur Regeneration, muss man ganz klar sagen, für die neue Saison. Und deswegen haben wir uns, der Daniel wird ja Papa im Februar, wir sind alle dabei. Deswegen haben wir das Trainingslager mal kurz nach Köln verlegt, weil das Kind soll ja in Köln geboren werden. Und das heißt, wir legen das Trainingslager in den Westen und werden da sicherlich den ein oder Abend mal um die Häuser ziehen und uns da nachträglich nochmal belohnen für die tolle Saison. Und das haben die Jungs sich auch verdient. Ja, nicht nur die Jungs, sage ich mal. Ihr beide habt ja auch viel dazu beigetragen, muss man sagen. Und da habt ihr es natürlich auch verdient. Euch in Köln sage ich jetzt schon mal viel Spaß. Frage nur, wo soll es zum Ende der Saison, wo stehen wir da? Ach, das möchte ich gar nicht so in Zahlen fassen. Ich glaube, ich mag weiterhin mit den positiven Emotionen, die die Mannschaft im Verein und im Umfeld halt zufügt, mit denen mögen wir weiterarbeiten. Und wo das dann endet, ist mir dann recht Schnuppe im Endeffekt, sondern ich glaube, wir sind angetreten, um guten Fußball zu spielen, attraktiven Fußball. Und das wollen wir machen. Ich glaube, Qualität und attraktiver Fußball setzt sich am Schluss durch. Ob es dann immer für eine Meisterschaft reicht oder wie man in der Bundesliga vielleicht sagt, für einen internationalen Platz, ist dann immer. Ich finde aber, der attraktive Fußball wird nie was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und das ist das Ziel. Wir wollen uns in der Liga etablieren. Und daran arbeiten wir. Und nochmal auf die Belohnung zurückzukommen, also es ist sicherlich im Novum, dass die Mannschaft seinem Trainer hinterher reist ins Trainingslager, weil der mal 2 Wochen oder so nicht da ist. Aber das ist mal ganz klar, wir haben da was zu feiern, wir haben das nicht machen können. Wir haben diese Feiern wir haben ein paar kleine Events gehabt, sicherlich zum Aufstieg, aber wir haben es halt nie wirklich genießen können. Jetzt sind wir in der luxuriösen Lage mit 39 Punkten und eigentlich einem sicheren Platz in der Bayernliga. Da einfach auch im Trainingslager, und das ist auch so zielgerichtet ausgelegt,
dass beides funktioniert, also Training und Spaß haben. Und aber die ganze Reise ist für den Aufstieg und ist das Ganze wert gewesen. Und die Jungs werden halt im Nachhinein immer an sowas belohnt. Sie finanzieren es auch noch selber. Also von daher ist es ist kein Giveaway vom Verein oder so oder von irgendjemand, sondern die Jungs machen das selber. Und deswegen muss man da auch ein bisschen vernünftiges und schönes Programm für alle machen. Also so, dass es zielgerichtet mit Training was zu tun hat und dass es eine tolle Feier wird. Und dann, glaube ich, gehen wir mit sehr viel positiven Gefühlen auch wieder in die Rückrunde hinein. Wir sind schließlich nicht im Profifußball und deswegen kann man sowas machen. Und dann, glaube ich, ist die Mannschaft wieder für einiges gut. Und so wie wir schon öfters gehört haben, also da oben wollen wir jetzt schon bleiben. Das bis zum Ende der Saison. und dann werden wir weitersehen. Ich darf mich aber noch recht herzlich bedanken. Also mal an mein komplettes Team auch drumherum. Du sagst ja selber, es ist nicht nur die Mannschaft, sondern das Team drumherum. Und da muss man einfach mal sehen, dass es ein Funktionsteam gibt um mich und um Eddie. Eddie hat wahnsinnig großen Anteil daran, stimmungsmäßig, trainingsarbeitmäßig, unterstützt einen halt überall, wo es nur geht. Dann haben wir einen Pierre, wir haben halt auch einen Fitness- und Koordinationscoach, der da wahnsinnig gute Arbeit macht, dass die Jungs auch die Fitness und wenig Verletzungen haben über das ganze Jahr. Und mit Thomas Meyer und seiner TM-Physio aus Unterschleißheim ist halt auch nochmal ein medizinisches Team hinten dran, die wahnsinnig guten Job machen, um uns halt vor Verletzungen zu schonen, weil das ist das A und O, dass die wichtigen und die Eckpfeiler in der Mannschaft, dass die ja auch nicht länger ausfallen als mal ein Wehwehchen, mal vielleicht ein oder zwei Spiele und dann haben wir wieder fit auf dem Platz stehen. Und da muss man sagen, die haben halt dieses Jahr auch unter dieser hohen Belastung viele Spiele. Ich glaube, der Steini hat dieses Jahr 100% an Minuten gespielt im Jahr 2013 und das ist und das verletzungsfrei und das muss man halt auch erstmal schaffen. Und das geht halt nur, wenn drumherum auch alles passt und die haben halt auch über das Jahr einen riesen Job gemacht. Da du es gerade ansprichst, es ist ja ein Team, gehören ja mehrere dazu. Eddie, möchtest du vielleicht noch das ein oder andere Wort auch hinsichtlich der Fans vielleicht richten, weil ich meine, die tragen ja auch mit dazu bei. Ja, wieder nur. also unser Umfeld ist sehr familiär. Sicherlich wünscht man sich ab und zu mal den einen Fan mehr im Stadion, so wie gegen Ismaning, war ganz hervorragend mit 600 Zuschauern. Das hat man leider nicht, aber unsere Fans sind sehr treu, auch zu den Auswärtsspielen. Es wird viel gemacht für die Mannschaft, ob das jetzt, da werden Semmel geschmiert, da werden Getränke besorgt. Also den Jungs geht's gut und ich denke mal auch, das Umfeld hat Freude dran und wir haben es ja letzte Woche bei der Weihnachtsfeier, haben wir uns auch auf unsere Art bedankt, ob das jetzt die Kioskdamen sind, Stadionsprecher, Security, alles was dazugehört und vielen Dank an alle. Und meinen persönlichen Dank gilt natürlich auch dir, danke, der hier das Ganze, so wie heute Abend hier, auch immer hervorragend macht. Es wird immer professioneller, immer besser, Martin, also ganz große Klasse. Ja, und natürlich auch mein Dank an Daniel, ne? Wir machen das ja mittlerweile jetzt schon seit 2006 zusammen und und es ist immer wieder eine tolle Sache und ich muss das Lob einfach mal weitergeben an Daniel, weil wie er mich damals gefragt hat, willst du Co-Trainer bei mir werden? Und habe ich ein, zwei Tage überlegt und habe dann gesagt, ja, weil ich hatte den Eindruck und so war auch der erste Satz von Daniel, ich möchte aufsteigen und Bezirksoberliga ist nicht das Ende der Fahnenstange und so ist das ja auch gekommen. Und man hat gemerkt, nach kurzer Zeit, Daniel hat einfach einen Plan, eine Philosophie und die setzt er um und er kann sie auch vermitteln und auch mal abgesehen von Tabellenplätzen, obwohl wir immer unter den ersten fünf gespielt haben, eigentlich nie tiefer, ist hier wirklich was bewegt worden in den letzten Jahren. Und das ist letztendlich, was zählt. Ja, egal ob Meister oder aufgestiegen, es ist hier einfach was bewegt worden. Und ich denke mal, das kann Daniel sich auch an die Fahne heften, wenn er später mal hier nicht mehr für den Verein tätig sein sollte. Was ja noch lange dauern wird.
Ja, ich glaube, er hat einen Vertrag, unser erster Vorsitzender hat ihn, glaube ich, schon einen Vertrag auf Lebenszeit angeboten. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, aber wie gesagt, danke an alle. Ja, und ich denke mal, es wird so weitergehen. Vielen Dank, Eddie. Eddie hat es gerade angesprochen, Vertrag auf Lebenszeit. Ich glaube, da müssen wir natürlich auch mal den Uwe oder auch Franz, sage ich mal, wenn die beiden, glaube ich, ich meine, die lassen dir ja auch dich alles machen, habe ich das Gefühl. Wenn, korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Und die stehen ja voll und ganz hinter dir. Da kann man vielleicht auch mal ein, zwei Worte zu sagen, oder? Ja, also das, was einfach ein Vertrauen entgegengebracht wird hier im Verein, ist schon gigantisch. Egal, ob das vom Funktionsteam, also von Eddie, Pierre und Thomas oder so ist. Allerdings viel, viel mehr noch natürlich von den Offiziellen, vom Franz Hölzel, vom Uwe Ziegern, die den Verein ja schon lange leiten. Und ich habe dort immer alle Freiheiten gehabt. Aber man muss natürlich auch dabei sagen, es werden natürlich immer Diskussionen geführt um alles. Mhm. Und die werden aber immer positiv geführt. Und man darf sich das nicht als Alleingang vorstellen, sondern man muss einfach sich das so vorstellen, dass wirklich dort sehr, sehr viele Handlungen eins zu eins abgesprochen sind. Also es geht immer um Information. Und von mir geht die Information weiter. Ich bin niemand, der das in seinem kleinen Kämmerlein mit sich ausmacht, sondern, sondern der die Entscheidung im Team fällt und auch seine Leute, die er dazu hat, egal ob das der Eddie ist oder ob das Franz ist, um ihre Meinung fragt und auch immer um die Dinge fragt, die gehen. Und sonst natürlich die Entscheidung, welche Spieler zu uns kommen und welche wieder weggehen. Ich meine, uns hat seit Jahren keiner mehr einen Spieler weggeholt. Also kein Spieler ist von einem anderen Verein abgeworben worden. Das sind natürlich so Besonderheiten. Also wenn, dann hören die Jungs auf, aus beruflichen Gründen, aus Studiengründen oder aus privaten Gründen, aber keiner wechselt den Verein. Und das ist natürlich für unsere erste Mannschaft wahnsinnig wichtig. Wir können immer sukzessive aufeinander aufbauen. Aber das ist wahnsinnig wichtig mit Franz, die enge Kooperation. Um dieses auch einheitlich so zu vermitteln. Mhm. Weil was nutzt es mir, wenn ich es vermittle und der Franz am Schluss nicht die Verlängerung mit den Spielern so macht, wie es halt abgesprochen ist. Also von daher, das funktioniert halt hervorragend seit Jahren und ich glaube, dass der Erfolg spricht für sich und vor allen Dingen für die Vertrauensbasis von allen handelnden Personen, die dort mit dabei sind. Jetzt haben wir einen Günter Niebauer noch mit dazu bekommen als technischen Leiter und da ist es genauso. Wir sind gewöhnt, seit Jahren miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten und so soll es auch weiterlaufen. Ich habe noch nicht vorzugehen. Okay, das ist schon mal sehr schön, aber ich würde sagen, da das Jahr 2013 zu Ende geht, wünsche ich schon mal frohe Weihnachten, würde jetzt gerne euch beiden das letzte Wort geben, dass ihr vielleicht dementsprechend den Zuschauern und den VfL Garching-Fans vielleicht noch was zu Weihnachten sagt. Wer möchte zuerst? Ja, liebe Fans vom VfR, bleibt uns gewogen und Merry Christmas. Vielen Dank, Eddie. Ja, ich wünsche allen VfRlern und Fans und auch Zuschauern wahnsinnig schöne Weihnachten, besinnliche Tage mit der Familie und einen guten Rutsch und viel Glück fürs neue Jahr. Wir tun unser Möglichstes, um alle zu erfreuen, die sich oben uns interessieren oder sich für uns interessieren. Dankeschön, schönes Jahr.